Hallo, hey, hallo, herzlich willkommen bei einem weiteren Video von uns. Mein Name ist Bottom Reaper. Ich bin Azurech. Und ihr seid bei Get to the Keyboard. Wir wollen hier zusammen für euch die Beta von Mist of Pandaria ein bisschen spielen. Und zwar zusammen mit zwei dicken, fetten Panda-Bärchen. Ich habe mich GTTK genannt, er ist Egoist. Genau, ich was Egoist. Ja, du hast dich Azurech genannt. Ich hätte mich eigentlich auch Bottom Reaper nennen können, aber ich möchte ja auch von allen erkannt werden. Ach so, okay, gut. Das heißt, wir werden ein bisschen zusammenspielen. Ich muss dich dafür erstmal einladen in der Gruppe. Wie mache ich das denn? Ah, wo bist du denn? Hier? Invite. Wo bist du denn? Invite, Tatsache. Musst du noch annehmen, Keule. So. Dann nehmen wir doch hier das erste Quest an, oder wohin gehst du? Hast du ja, schon... ich habe es schon angenommen. Ich bin schon ein bisschen schneller als du. Ja, cool. Ja. So, und was muss man jetzt hier machen? Schön die Dinger hier einsammeln. Ja, yep, du musst die Dinger hier einsammeln und im Endeffekt ist das auch nicht wirklich allzu schwierig. Die kannst du dann jetzt equippen. Ich glaube, ich war schon erfolgreich. Ja, du warst tatsächlich erfolgreich. Du musst jetzt nur noch equippen und dann kannst du hinlaufen. Kann ich wieder hoch, ne? Ja, yep, im Augenblick ist die Beta halt ziemlich übervoll. Wir machen das auch gerade am sehr, sehr späten Abend. Das ist bei uns, ja, fast Mitternacht. Und wir wollten das eigentlich noch ein bisschen länger hinziehen, aber leider, leider, leider ist die Uni natürlich auch im Weg. Wir wollten auch das Ganze nicht zu lange herziehen, weil, naja, sonst macht das halt ein anderer. Wir hoffen, dass euch dieser Content gefällt, dass euch Spaß machen wird. Und wir wollen euch natürlich hier ein bisschen Unterhaltung, ein bisschen Charme und ein wenig Witz hierbei natürlich, ja, unterhalten. Meinst du nicht auch? Ja, klar. Du musst jetzt einfach nur auf die Sandsäcke einprügeln. Stell dir einfach vor, dass ich das bin. Ja, das funktioniert auch super. Erinnert mich jetzt sehr auch an den Mönch aus Diablo 3, ne? Außer ein bisschen weniger Blut vielleicht, aber... Und ein bisschen weniger Zombies, die einem die Gehirne auffressen wollen. Aber hey, welche Gehirne? Ich mein, womit attacken wir jetzt hier eigentlich? Wir haben jetzt hier irgendeine normale Attacke, die macht unterschiedlich viel Schaden, merke ich irgendwie nur. Ja, wir haben hier diese zwei Handwraps, also das heißt, wir sind ja Mönch, wir greifen mit unseren nackten Pfoten an. Ja, weil die wechselt bei mir auch, wenn ich da mit der Maus drüber bin, von 12 bis 26, von 9 bis irgendwas, 21. Tja, hast du denn auch die Quest jetzt erledigt? Hast du Schaden gemacht? Dann können wir jetzt ein paar Trainees platt machen. Ja, ich hab die Sandsäcke, muss ich noch eben abgeben. Ach so, ja dann gib ab. Wo ist denn das Chi habe ich jetzt voll. Mit dem Chi können wir aber noch nichts machen. Nee. Ich habe die Klasse bis Level 5 gespielt, schon mal ein bisschen vorab, um zu schauen, was abgeht. Der war es übervoll. Also die Pandas vermehren sich ja auf jeden Fall wie die Kanickel. Das sind auf jeden Fall die falschen Tiere, aber bei Gott, das funktioniert bei denen definitiv. Also die Pandas sind zwar in der wirklichen Welt vom Aussterben bedroht, weil die einfach niemals Liebe machen wollen, aber hier ohne Scheiß, wie die Kanickel. Ich habe keinen Plan, wo er jetzt auf jeden Fall fertig. Wir haben auch hier so eine komische Stance, hat der Mönch, ne? Stance of the First Tiger. Da macht mir einfach im Moment mehr Schaden. Yep. Im Augenblick schnappt ihr irgendein Trainee und beat the shit out of him. Jo. Einfach verprügeln. Alles weiter sinnlos. Ich weiß nicht, was sie einem getan haben, aber mir gefallen ihre Gesichter nicht. Leider ist ja auch das Problem, dass man... nicht wirklich hier die Quest vernünftig abschließen kann, weil einfach zu viele Leute hier rumlaufen. Hast du dir schon diese Superattacke mal reingegeben, da die du hast? Dieses Quaking Palm? Nein, noch nicht. Kann ich jetzt vielleicht mal ausprobieren. Nee, es hat auch einen ziemlich langen Cooldown. Ja, ich glaube, ich habe es gerade ruiniert. Ja, ich weiß auch nicht genau, aber... Anscheinend macht sie viel Schaden, aber dauert auch anscheinend ein bisschen. Auch, vielleicht hast du mal die passiven Fertigkeiten vom Panda schon mal gezeigt. Also ich sag jetzt auch immer Panda, man, du hast mich voll da reingebracht. Von den Pandaren natürlich, ja. Ach, Mann, Pandas, ey. Pandaren, wo ist denn das Problem? Wir haben zuerst einmal schöne Designer-Notes hier, also da wird alles nochmal ganz genau erklärt. Jetzt fertig. Leute, die irgendwas lesen möchten, von wegen, was ist Chi und so weiter, die mehr erfahren möchten, hier, ihr könnt gerade pausieren und euch das wunderbar durchlesen, steht auch noch FYI, also for your information, lot of art, icon, sound, not final, Windwalker Rotation, VIP. Hoho, klar, Steam. Tja, was ist Racial? Epic Urane. Ja, genau. Ein paar Dinger da, genau. Die Rations, dass du die mal vielleicht ein bisschen zeigst hier. Yep, Tatsache. Definitiv. Also wie gesagt, ihr könnt euch das alles hier durchlesen, was die hier haben, als Rations und so weiter und so fort. Ich werde euch das nicht alles genau vorlesen, aber ich denke mal, ihr
kriege ich selbst raus. Wir haben auf jeden Cooking Fall Skill. Cool, die Bouncy, ja, dass man halt, wenn man fällt, eine Hälfte Damage bekommt. Also die werden auch schon so ein bisschen, das ist natürlich ein bisschen lächerlich, sage ich mal, ne? Die haben ja auch Gourmet-Skill, ja, klar. Aber natürlich immer ein bisschen lustig, ja. Auch hier noch einmal, you love our food, ja. So, was machst du jetzt eigentlich hier? Ich habe die Mönche verprügelt und ich habe die Quest jetzt abgegeben. Ja, ich auch. Ja, ich muss schon was verbrennen hier. Ja, ja, ich auch. Und ich weiß sogar, wo das ist. Folge mir, mein junger Padawan, folge mir. Bist du, wo du bist? Hey! Ach, du bist da oben gerannt, okay. Ah ja, meine Hand leuchtet. Meine Hand leuchtet. Wie hast du das Ding denn schon verbrannt? Wieso hast du das Ding denn schon verbrannt? Ich hab nichts verbrannt, wo? Achso, ah, ich habe auch was verbrannt. Also ja, du musst ganz nach oben laufen. Für die Gruppe oder so. Also ganz, ganz nach oben laufen. Ja, das ist anscheinend was für die Gruppe gewesen. Baum. Ja, jetzt müssen wir irgendwen defeaten. Irgendeinen Supermann. Beat Yaumro. Ja, aber das kriegen wir locker hin. Denn wir sind schon weit. Das Ganze sieht ja sehr idyllisch aus. Ja, ist ja auch extra so gemacht worden. Also, muss ich auf jeden Fall sagen, die haben ja auf jeden Fall was Schönes gemacht mit dem Panda-Bärchen hier. Ich finde die Welt sehr interessant. Viele werden darüber jetzt jammern, dass es so vielfältig aussieht. Genau dasselbe wie damals bei den Blutelfen, bei der Horde. Haben sich auch gesagt, oh, das sieht nicht böse genug aus. Aber ich finde das mal so einen schönen Artstyle. Also, die Architektur und die gesamte Feel und so ist relativ cool. Ich kann das Ganze mal kurz zeigen, so mit ausgeblendetem User-Interface. Da sieht man nochmal zurecht als fetten, zöpfigen Bärchen. Sieht wirklich hübsch aus, vor allem das Gras und die Bäume. Wirklich sehr nett. Nee, also, das sieht wirklich alles ziemlich cool aus. Und ich meine, die Pandaren gehören einfach dazu, ja. Die gehören einfach zu Warcraft und ich finde es cool, dass die ja nicht dazugekommen sind. Und das ganze Gebiet hier sieht sehr schön aus. Die haben die Grafik auch immer weiter schön, schön verbessert eigentlich. Jetzt mache ich nochmal diesen Palming Strike und wurde direkt einfach weggehauen. Ja, ich auch. Und alle schlagen sie auf den hier ein. Bäh, und da haben wir ihn besiegt, da haben wir ihn platt gemacht. Ich muss echt sagen, die Grafik sieht einfach stimmig aus, auch wenn die nicht aktuell ist. Ja, vor allem schon mal das Wasser, das Wasser da unten, das sieht sehr, also auf jeden Fall sehr cool aus. Ja, recht, da jetzt ja auch noch DirectX 11 reingekommen ist, so ein paar Effekte sind doch schon sogar ganz gut. Ja, definitiv. Und die Texturen haben sie auf jeden Fall verbessert, ein paar sind sogar schärfer als ein SVTOR. Was habe ich nur gesagt? Ja, was haben wir nur gesagt? Das ist zumindest nicht voll vertont, aber das brauchen wir auch nicht wirklich. Also finde ich persönlich. Und jetzt müssen wir ganz weit laufen hier, wie ich sehe. Yep. Wir können auch, was können wir essen? Zucker hier, Zuckerstangen. Ja, aber das passt ja auch zu uns, ne? Wir sind alle ein bisschen dicker, haben ein bisschen zu viel Chips gefuttert. Müssen wir ein bisschen mehr laufen. Warte wenigstens auf mich. Ach so, du bist hinter mir. Ja, ich kann nicht so schnell laufen. Ich habe hohen Zucker. Ja. So, da bin ich. Hey. Erstmal so ein Ding sieht man. Habe ich irgendwas hier gegessen? Ja. Sieht man da noch einen Boni oder so? Ja. Sieht halt so geil aus, wenn dein. Der sieht so glücklich aus, wenn der frisst. Geil. Ich habe sogar. Komisch, ja. Wenn ich richtig gut gegessen habe, steigt meine Beweglichkeit. Also. Ich verstehe es auch nicht. Wenn ich mit vorgeschlagenem Bauch versuche, zu Max Speck zu gehen, dann bin ich eher demotiviert und kann mich nicht bewegen. Aber okay. Jedem das seine. Es gibt irgendwie den Kindern so ein falsches Bild. Ne? Ja, ich denke auch. Und kann sich mehr bewegen. Also. Wobei, man hat ja mehr Energie, ne? Hat ja höheren Brennwert und so. Aber egal, wir reden jetzt nicht über thermodynamische Eigenschaften von Zucker, sondern über Pandas. Ich wollte gerade was sagen. Ja, wir haben nochmal gestern gelernt, dass man mit einer Strahlung von 600 noch was Joule schon tot ist. Lustigerweise besitzt er so ein Stück Schokolade schon ein paar tausende Joule. Also, ein ziemlich krasser Unterschied ist in der Form davon. Definitiv, jetzt müssen wir hier warten, bis so ein paar Viecher gespawnt sind, das ist natürlich unser Problem. Also ich töte jetzt einfach den Wolf hier, keine Ahnung was du machst. Ja, du musst auch die Viecher töten, die die ja, du aber der, nee, den fand ich cool, den Wolf. Ach so, also du wolltest den töten. Ich denke mal, wir müssen hier. Oder ja, was? Aber wir campen halt genau diesen Spot. Warte, da ist doch einer, genau. Mach den einfach platt und ich camp einfach ja, diesen Creep-Spot. Ich hab auch schon was bekommen, ja. Ja, leider respawnen nicht so oft, wie man es gerne hätte. Ja, da muss ich sagen, doch war das bei SVTOR doch schon ein bisschen bequemer, so sag ich mal, das Startgebiet zumindest, ne?
Vor allem, ich frage mich halt auch, wieso die es halt während der Beta nicht so machen, dass man tatsächlich auch die Respawn-Zeiten ändert, denn das wäre zumindest sinnvoller, falls man die mal ein bisschen hochschrauben würde. Alles weiter macht nämlich kaum Sinn, finde ich jetzt. Verpennst du irgendwie alles, ey? Ich verpenn gar nicht. Och man, ey. Bin jetzt schon gleich fertig, ich hab schon 4 von 6. Ja, ich auch. Das ist, wird nämlich bei uns beiden hochgerechnet. Du hast sie nicht gelootet, oder? Ja, das war so komisch. Jetzt habe ich 5. Müssen wir nur noch kurz warten? Ich habe auch 5. Ne, das wird anscheinend nicht fast bei hochgerechnet. Ja, verdammt. Schade. Was klauen wir ja eigentlich gerade. Training Supplies. Guck mal, da sind 2 gekommen. Ha, habe ich einen platt gemacht. Und ich bin Level 3. Jo. Und ja, wir haben eine neue Fertigkeit erlernt. Ja, Tatsache, das ist die Tiger Palm. Können wir mal kurz an irgendeinem Viech hier ausprobieren. Wo ist denn hier eigentlich was zum Töten? Die macht 0 bis 0 Damage. Ja, das ist halt ein Tooltip-Fehler, aber naja, muss man machen. Ich mach keinen Schaden. Ja, die sind ja die Panda, ne? Die haben alles mit Chi und schön pazifistisch und so, vielleicht deswegen. Ja, genau. Macht auch noch mehr Schaden, umso, wenn das, denke ich, dann noch mehr als 50% HP hat. Mhm. Das heißt, je fitter das Ziel ist, desto je größer die sind, desto härter fallen sie. Genau. Muss ich sagen. Ich muss echt sagen, so ein paar Dinge, die sehen hier echt schön aus, einfach weiß ich nicht. Die sind sehr scharf, sage ich einfach mal so, ne? Ja, die Texturen wurden auf jeden Fall überarbeitet. Mir gefällt die Starting Zone nicht allzu gut, denn ich denke, die Starting Zone der Goblins war zum Beispiel extrem lustig, ja, natürlich für Veteranen. Also ich fand die der Goblins immer noch ungeschlagen. Die war zwar schon fast lächerlich, aber ich fand die echt super. Ach nee, du hast hier was gemacht. Ja. Das Problem ist halt, wie gesagt, die war halt extrem lustig, die war extrem amüsant und die war auch, vielschichtig. Guck mal, da kommt was auf dich zu. Man hatte nicht ein und dasselbe immer, sondern, ja, man hatte mal hier was, mal da was und hier sind es halt wirklich nur Killquests, was andererseits auch gut ist für Leute, die noch nie WoW gespielt haben. Die kommen gut in dieses Spiel rein. Es wird einem ziemlich gut erklärt, so nahegebracht, wie funktioniert das Spiel, was muss man erwarten und so. Aber ich fand die ganzen Starting Zones in Cataclysm, muss ich ganz ehrlich sagen, besser. Und bitte flamet mich jetzt nicht deswegen. Gut. Ich meine, wir sind ja eh nicht so die Mega-Raider oder sowas gewesen. Wir waren ja immer nur so ein bisschen die normalen WoW-Spieler. Und ich muss eben nur sagen, dass mir Cataclysm sehr gut gefallen hat. Sehr viele Leute sagen, ja, war scheiße. Ich fand es ziemlich gut. Aber ich raide halt auch nicht so heftig, sondern... Ach, da ist doch eine Quest, die habe ich vergessen anzunehmen. Na, schau mal, wie blöd ich bin. Ja klar, war ja klar. Ja, war ja Captain Obvious. Deswegen finde ich auch das eigentlich schon mal gar nicht mal so schlecht, wie alle direkt sagen. Ich meine, Spaß macht's bestimmt. Ey, das ist ein Umhang, ich will auch einen Umhang. Ja, aber ich bin cool, ich bin Super Panda-Bär. Panda-Bär! Ich hab auch einen Umhang, hab ich verpennt. Wie lange geht unser Video eigentlich schon? Keine Ahnung, lang genug. Wir können mal kurz noch diese eine Quest machen, die ist nämlich lustig. Gleich kommen nämlich tausende Gegnerhorden, da müssen wir zusammenarbeiten. Schulter an Schulter, Bruder an Bruder, Speckfalte gegen Speckfalte. Mann, das wollte ich gerade sagen. Haha. Hier, siehst du jetzt, wenn wir nämlich hier geradet. Können wir die Palmfist machen. Oh, die macht aber gut Schaden. Oh, 100 schon auf dem Level. Das ist aber viel. Die brauchen jetzt bestimmt irgendwas. Die brauchen jetzt einen Chi. Ja, eben. Okay. Aber das ist noch nicht wirklich das, wofür Chi im Augenblick auch gedacht ist. Das sind zwar Spells, die halt Chi verbrauchen, aber Chi ist nicht unbedingt das, was man beim Paladin mit der Holy Energie hatte. Das soll wohl ein bisschen vielschichtiger werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die es genau implementieren wollen, aber ich habe in den Foren gelesen, dass sie damit mehr machen wollen als nur mit der Holy Energy. Ja, wird man ja sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, aber wie gesagt, bis jetzt finde ich das Startgebiet für Anfänger sehr gut, die noch nie WoW gespielt haben. Für Veteranen wird es langweilig sein. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, was man jetzt machen möchte. Ob man jetzt ein Startgebiet machen möchte für Noobs, also für Leute, die noch nie gespielt haben, was nicht unbedingt heißt, die Noobs sind, sondern einfach nur Anfänger. Oder ob man jetzt ein Startgebiet macht für Leute, die halt voll den Plan haben und so. Und die einfach nur schönes Entertainment wollen. Das ist natürlich immer so die Gratwanderung, die man dann hat. Ist jetzt jedem selbst überlassen, das einzuschätzen, aber ich denke, trotz allem werden immer noch sehr viele Veteranen versuchen, diese Klasse hochzuspielen, beziehungsweise diese Rasse hochzuspielen mit dieser Klasse, denn der Panda-Mönch ist einfach lustig, vor allem, wenn man so einen coolen Umhang hat. Und jetzt ein neues, cooles Bruststück. Ja, definitiv. Ja, du hast das doch noch gar nicht. Ja, aber ich kann es anziehen, siehst du? Jetzt sehe ich cool aus.
Gott, bin ich fett. Ich muss echt mal trainieren. Dafür springe ich erstmal durch die Gegend und sage einfach mal an dieser Stelle, ich hoffe, es hat euch hier gefallen, unser kleines, aber feines Let's Play Together. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß. Du ja auch, oder nicht? Ja, klar. Also, schauen wir nochmal weiter uns an, wie das Spiel so verläuft. Mal gucken, wie hoch wir kommen so in der Beta und wollen es euch natürlich dem Mönch und das Ganze und Add-on näher bringen. Ja, yep, also falls euch... Falls euch gefallen hat, dann like doch einfach das Video, also auf den Button da. Ansonsten verfolgt die Anmerkungen, die führen euch zu weiteren Videos. Sagt, ob ihr mehr sehen wollt oder nicht. Und ansonsten würde ich sagen, winke, winke, tschü, tschü. Ich springe einfach mal hoch und ciao, ciao.